Hey, hey, hey und hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet. Schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt Brett im Check mit einer Prototypen-Vorschau von An Age Contrived. Der Kickstarter geht live am 28. Februar, also morgen, wenn ihr das Video jetzt direkt guckt. Uhrzeit irgendwann dann, wahrscheinlich 17 Uhr. Und ist vom Below's Intent. Und jetzt sagt er erstmal, hä, Below's Intent? Was ist denn das? Wer ist denn das? Sie hat mir auch erstmal nichts gesagt. Und auch die Personen dahinter waren mir erstmal nicht so bekannt, bis man mal näher nachschaut. Und dann merkt man, ha, da stecken aber sehr spannende Personen hinter. Der Designer und der Lead hinter dem Projekt ist der Chris Matthew. Chris Matthew ist, wie gesagt, erstmal kein Name, der einem sofort was sagt. Entschuldigung. Aber Chris war einer der ersten Mitarbeiter bei Panda Game Manufacturing. Hat also von 2011 bis 2022 bei einem der größten Manufacturer gearbeitet. Hat unter anderem halt Produktionsprozesse und Entwicklung von Stonemaier Games, Riot Games und Asmodee Games Workshop etc. betreut. Also da steckt schon mal eine Menge Know-how hinter. Graphic Design David Adil, der unter anderem viel für Star Wars oder Call of Cthulhu gemacht hat. Wir haben Nora Adelman am Start. Jemand, Noah und Chris pioneered the inclusion of game trays in factory-produced board games. Also auch schon mal ausgewandert. Okay, interessant. Und Chad Hoveter. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche, ist für die Miniaturen verantwortlich, hat unter anderem schon für Maus und Mystic das Design entworfen, Return to the Dark Tower, Eclipse etc. pp. Also da sind schon echte Namen dahinter, die sich in der Branche, im Hobby schon einen sehr großen Namen gemacht haben. Aber reicht das auch, um ein gutes Spiel selber zu machen, selber zu entwerfen? An Age Contrived ist jetzt deren Erstlingswerk, wird auf Deutsch bei Skellig erscheinen, also wenn ihr den Kickstarter unterstützt, könnt ihr direkt auch Deutsch wählen und das läuft dann, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, über Skellig. Und was das Ganze ist, da gebe ich euch einen kleinen Überblick, und ich sage bewusst einen kleinen Überblick, weil das Spiel ist echt nicht ohne. Das ist schon in seiner kompletten Verzahnung durchaus anspruchsvoll. Ich würde sagen, ja, nah zum Experte hin, auf jeden Fall hohes Kennerniveau, bis hin zum ja, niedrigen Experteniveau, vor allen Dingen halt durch die Vielzahl an Möglichkeiten, aber wo das Spiel vor allen Dingen auch punktet. Das sind die Komponenten. Ich kenne jetzt die Preise noch nicht final, aber soweit ich das mal gesehen habe, war irgendwie, dass das Spiel selber in der normalen Version um die 75, 80 Euro kosten wird und in der Deluxe-Version um die wahrscheinlich 100 bis 120 Euro. Seht ihr dann, wenn der Kickstarter live ist, aber die Range wird es sein. Aber das, was dahinter steckt mit den Komponenten, ist schon mal ganz großartig. Und es ist ein Mix aus ein bisschen Euro-Game mit vor allen Dingen viel Engine-Building und Programmieren. So, und wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, eine grobe Übersicht, das zeige ich euch jetzt. Wir switchen mal auf die andere Kamera um. So, da sind wir. Hier seht ihr das Spielbrett. Es kann gespielt werden mit bis zu 5 Leuten. Es gibt auch 5 verschiedene Fraktionen, zeige ich euch hier mal ein bisschen näher, die alle auch eine kleine Asymmetrie drin haben. Das seht ihr hier auf der Seite. Das sind Sachen, die man sich freischalten kann. Und dann kriegt man gewisse Fähigkeiten. Da gibt es, wie gesagt, 5 verschiedene, sehen auch alle ein bisschen anders aus, sind alle auch farblich sortiert. Ich zeige euch gleich noch die 5. Die liegt aber bereit, um euch ein paar Mechanismen gleich zu zeigen. Und was sehr, sehr cool ist, das sind auch diese Komponenten hier. Das finde ich schon mal mega gut. Die gibt es eben auch in den verschiedenen Farben. Das sind so azulmäßige Steine. Seht ihr, hier ist für jede Fraktion da. Und wenn ich die mal hier nehme, weil ich die Fraktion habe ich ausgepackt, dann seht ihr die auch. Also die haben von der Haptik her und alles ist das schon vom Feinsten. Wirklich, wirklich cool. Ich mache diese Geräusche, das ist wie Würfelwürfel. Und das schon mal mega. Ihr seht hier diese Map vom Hintergrund her. Wir sind Götter und wollen quasi, dass die Menschheit wieder mehr an uns glaubt. Dafür schicken wir unsere Avatare über die Welt. Hier seht ihr auch mal diese Miniaturen. Die sehen auch sehr, sehr großartig aus, muss man sagen. Und hier nochmal die Info. Das ist alles Prototypenmaterial, aber schon mal top-notch. Also die finde ich wirklich mega gute. Der ist leider während der Reise, während es verschickt wurde, abgebrochen. Den muss ich nochmal kleben.
Und hier nochmal der Rabe. Also die Minis sind schon mal fantastisch. Die werden hier auf diesen Spots aufgestellt. Hier gibt es Straßen, das seht ihr. Darüber können wir uns bewegen, um Einfluss zu verteilen. Und es gibt ein paar ganz zentrale Elemente in dem Spiel. So, das zeige ich euch jetzt mal hier. Hier haben wir mal den Raben vorbereitet. Und ich zoome da auch mal ein bisschen ran, dass ihr es näher seht. Da haben wir den Rahmen vorbereitet und jetzt kommt noch was ganz Besonderes. Ich habe hier so eine schöne High Class, das ist von der Deluxe-Variante, Komponente und das ist unser Aktionsboard. Und das ist ganz, ganz spannend gemacht, denn wir haben hier unten sind die Aktionen zu sehen, die wir haben und es gibt eigentlich gar nicht so viele. Und da denkt man sich doch, naja, so kompliziert ist das Ganze nicht. Nee, die Grundmechanismen sind auch gar nicht kompliziert, aber das alles in der Summe zu verwerten und umzusetzen. Hey, holy moly. So, und wir haben hier, solche Teile und die schieben wir hier rein aus Gründen. Denn die triggern sowohl unsere Aktion als auch, dass wir unsere Einflusssteine aufs Brett bekommen. So, und das ist sehr, sehr cool. Ihr seht nämlich hier unten gibt es nämlich auch einen Shop. So, Moment, ich schiebe es mal kurz ein bisschen hoch, dass ihr es seht. Hier, da kann man sich neue holen und die sind dann auch stärker, weil die halt hier mehr Energiefelder haben oder mehr Aktionen teilweise. Hier sehen wir es mit zwei. Aber wie funktioniert das Ganze? Ich zeige euch das mal. Wir haben am Anfang, hier sind unsere Exhausted Energy. So, und die können wir dann halt, und da kommt der Programmiermechanismus ins Spiel, die können wir dann halt bestücken. Wir haben am Anfang, dürfen wir 6 Stück machen. Sagen wir einfach mal Zangen und Zangen. Und wir machen aus Gründen, machen wir hier oben mal 2 Energy rein. So, und dann sagen wir nochmal, wir machen das. Und weil es so schön ist, machen wir das auch. Und jetzt haben wir 6 verteilt. So, und wenn wir dran sind, dürfen wir eben unsere komplette Aktion machen. Aktionen werden über die Steine hier unten getriggert. Und hier seht ihr, die sind auch immer in derselben Reihenfolge, 1 bis 5. Was machen diese Aktionen? Diese Aktionen sagen, dass wir entweder Energie aus den letzten beiden Karten freischalten dürfen, wir also hier und hier, aber nur einmal. Da steht auch so eine kleine 1 drauf. So, das hier heißt, wir dürfen neue von diesen Teilen kaufen. Wir haben immer noch 2 im Vorrat. Wichtig ist, wir dürfen nie mehr als 7 von diesen Schablonen haben. Das heißt, wenn ich eine neue kaufe, dann werfe ich eine andere weg. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil am Anfang gibt es halt hier so welche, die sind eh sehr schwach. Die haue ich dann raus. Dann haben wir die Aktion, dass wir einmal aus dem zweiten und oder dritten Slot eine Energie machen dürfen. Also auch nicht täuschen lassen, selbst wenn hier 2 Symbole stehen. Das hält mich im Endeffekt nur flexibler, aus welchem ich das rausjage. Das heißt, ich darf meinen Avatar bewegen oder darf auf meinem Board, hier gibt es auch so eine Art Einflussbereich noch, darf ich mich auch hochbewegen, dann schiebe ich das einfach, hier so rein und sage, wenn ich es einen hochbewege, dann mache ich das so. Wofür das ist, erkläre ich auch gleich nochmal ganz kurz. So, und das Letzte ist auch ganz easy. Ich darf eine von den anderen 4 Aktionen nochmal triggern, was durchaus auch gut sein kann. So, und warum mache ich das? Vor allen Dingen dieses Hochschießen. Und jetzt seht ihr mal den Spaß, wenn man halt das Deluxe-Teilchen hat. So, ich schiebe es mal hier ein bisschen hin. Dann sage ich, cool, ich habe bei Aktion 1, ich trigger einen von den beiden, sage, cool, hier sind sogar 2 Energie drin. Also schiebe ich das zurück und schiebe das raus. Yeah! Das ist halt, man kann das auch richtig mit Schmackes machen, so, wenn man sich jetzt nicht anstellt wie so eine Bratwurst. So, dann geht es raus und dann fliegt es richtig. Es gibt da auch noch so eine Umrundung, womit man das wie in so einem Käfig auffangen kann. Aber das ist schon ganz geil. So, ich stelle mich gerade komplett an. So, da seht ihr das. Dann werden die Dinger rausgejagt. Das ist schon sehr, sehr cool und witzig. Ist für alle da, zang, so, haha, getroffen. Kann man auch, wenn man möchte, den Mitspieler abschießen. Hervorragend. Also im Endeffekt werden die aber hier so rausgejagt und dann fliegen die raus. Wie gesagt, hier ist sonst noch so eine Abdeckung und dann zack, fliegen die da rein. Ha, großartig, ein großer Spaß. So, und warum mache ich das im Endeffekt? Weil, wenn ich diese Energie hier oben zur Verfügung habe, schiebe das jetzt mal wieder zurück, dann darf ich nämlich die auf Orten hier verteilen. Wie gesagt, hier unten muss ich Sachen drin haben, um Aktionen zu triggern. Dann kommen die auch raus auf meinen Exhausted Pool. Das ist der untere Bereich, hier oben, um Energie zu entzeugen, die ich halt für Orte brauche. Also ich muss ganz genau überlegen, wie ich was programmiere, denn das Gemeine ist, ich darf, wenn ich dran bin, darf ich auch theoretisch alle 3 Aktionen, die ich jetzt hier gerade benutzen dürfte, darf ich triggern. Dann würde ich aber blank dastehen und würde natürlich nächste Runde gucken, was mache ich denn jetzt? Weil selbst wenn ich jetzt die raus habe und ich habe hier oben noch was, wenn ich ja keine Aktion triggern kann, dann habe ich Pech gehabt. Dann hilft mir auch die Energie hier oben nicht. Das wäre also blöd. Und der Clou ist, ich mache entweder einen Action-Turn, dass ich quasi hier Sachen aktiviere, oder ich mache einen Advanced-Turn. Und ein Advanced-Turn heißt, ich nehme von meinen 2 Tableaus, die ich habe, nehme ich
ich eines und schiebe das wieder rein. Alles, was hier verloren gehen würde, wäre auch weg. Das wäre schlecht. So, schiebe ich rein und dann dürfte ich von meinem Exhausted Pool 2 nachschieben. Und das ist aber auch alles, was ich an Nachschub bekomme. Wir haben bei unserem Charakter haben wir hier noch so ein spezielles, so eine Sonderaction. Wenn ich die umdrehe, dann dürfte ich sogar 2 nachschieben, aber nur, ich müsste beide, ich dürfte nicht das nachschieben, was ich gerade rausgeschoben habe. Ich muss beide nachschieben und so kriege ich zumindest wieder ein bisschen mehr Energie und dürfte die dann wieder voll bestücken, dürfte mir aussuchen, welche ich hier rein tue. Denn auch die Symbole hier, die haben gewisse Funktionen. So, und wenn ich die Sachen jetzt rausgeschossen habe, Klatschuck, dann verteile ich die hier übers Board. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Teil. Warum und wo verteile ich die? Weil wir wollen Monumente bauen, die unseren Götter huldigen. Und da seht ihr hier diese Teile verteilt. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel den Turm in der Mitte. Da ist immer eins mehr als Mitspieler drin. Das in der Mitte ist immer drin. Das sieht so ein bisschen aus wie Saurons Turm. Und hier seht ihr auch Symbole, was wir hier an Cubes oder von diesen Blöcken hier drauf tun können. Also wir müssen das auch genau erfüllen. Das heißt, ich habe jetzt eine Energie rausgeschossen, was das hier symbolisiert. Super toll, dann habe ich den jetzt hier drauf. So, wenn ich oder andere Mitspieler das dann auch noch tun mit dem passenden, dann wird der letzte, wird dann so hingestellt als Erinnerung, wer dieses Konstrukt vollendet hat. Und dann kommt auch eine sehr, sehr coole Funktion ins Spiel. Dann werden die abgearbeitet, die jeder von diesen Orten hat auch noch so spezielle Funktion. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier, bei jedem liegt auch immer zufällig so ein Plättchen, die werden immer random verteilt. So, und wenn wir, ich lege das jetzt mal hier hin, so, zang, 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 die kleben auch alle sehr schön zusammen, weil sie nämlich magnetisch sind, und das werdet ihr gleich auch noch sehen, so, sagen wir mal, der hätte es jetzt getriggert, und dann würde man die Aktion, also hier könnten auch andere Mitspieler noch an Bord sein, hat jedes von diesen Plättchen auch noch eine Sonderfunktion, je nach Symbol. Diese Windrose zum Beispiel heißt, ich dürfte sofort noch auf ein Spiel woanders verteilen. Der Felsen bedeutet, ich darf es direkt wieder auf meinem Tableau irgendwo einbauen. Super, ich habe eigentlich nur noch eine Aktion. Geil, wurde getriggert. Dann habe ich nächste Runde das hier noch reingetan und habe wieder eine weitere Aktion. Yeah. So, und dann darf ich mich immer entscheiden. Einmal aber nur, egal wie viele ich da habe. Ich darf entweder den Bonus hier unten triggern. Das heißt zum Beispiel, ich schalte hier eine meiner Sonderfähigkeiten frei und platziere eine Brücke. Auch das ist sehr wichtig, weil sonst kommt man nicht weiter. Und diese Brücke, die haben auch noch die Effekte, immer wenn man dann drüber läuft mit seinem Avatar, triggert man hier den Effekt. Das heißt, man dürfte also eine weitere bauen. Und nicht nur man selber macht das, sondern eben auch alle anderen Mitspieler. Das ist schon fies, weil ich schalte zwar eine Sonderfähigkeit von mir frei, aber sorge auch unter Umständen dafür, dass andere Mitspieler auch einen gewissen Vorteil dadurch haben. Die sind zweiseitig, sodass ich mir das aussuchen kann. Das bedeutet, ich dürfte mir hier aus dem Vorrat dürfte ich mir immer einen neuen Token rausnehmen, was auch sehr stark sein kann, weil ich am Anfang nicht alle zur Verfügung habe. So, und dann der letzte Spieler, der triggert nie den Effekt von seinem Teil hier, sondern der hat aber den anderen Vorteil, der darf auch wieder hier aussuchen, entweder hier, ich nehme mir diesen Bonus oder ich nehme mir die ersten, die haben immer, dass ich mir aus meinem Vorrat sogar direkt 2 rausnehmen dürfte. Also hier sehen wir zum Beispiel den und den. Jeder hat auch noch ein Joker-Symbol, das darf man für alles einsetzen, triggert dann aber hier keinen Sonderbonus, also zwar den Belohnungsbonus schon, aber nicht über ein Symbol, weil der Joker schon stark genug ist. Dann nehme ich mir die raus und dann lege ich das, das ist der Mitte zugeordnet, lege ich das hier rein, um zu zeigen, okay, ich kontrolliere jetzt eins und dann wird ein Monument gebaut. Hier haben wir nämlich auch Zahlen, 1, 2, 3 und dann, klapp, wird das dran gebaut. Und ihr seht, das ist magnetisch, das ist großartig. So, und dann baut man das und dann baut man noch das Dreier nachher und dann baut man noch das Vierer. So, Moment, wenn man jetzt nicht so eine Bratwurst ist, so, und dann entsteht ein wunderbares 3D-Gebäude. Und das ist halt bei allen so, die werden hier so mit solchen kleinen magnetischen Teilen rangebaut oder eingefügt, haben dann 1, 2, 3 und dann baut man die zusammen und dadurch entstehen dann so sehr cool aussehende 3D-Gebäude. Das wird auch noch so ineinander gesteckt. Hier wird ein Schiff gebaut, können wir auch mal ganz kurz machen, damit ihr das seht. So, was haben wir hier? Das ist die 2, die kommt hier hin. 1, ne, Moment, 2, 1, dann werden
hier die Segel noch dran gesetzt. Und dann haben wir hier so ein Schiff gebaut. Das ist doch, und das ist echt fantastisch, weil dadurch entsteht so eine Transparenz auf den Tisch, was großartig ist. So, und im Laufe des Spiels versuchen wir dann eben auch noch, hier haben wir die Möglichkeit, Achievements freizuschalten. Wir bewegen unseren Avatar herum, um halt entweder über die Brückenboni freizuschalten oder wir haben hier, haben wir noch Leisten, die wir auch hochgehen können. Die haben nämlich den Vorteil, wenn wir hier ganz oben sind, dürfen wir das Ding nutzen, um noch quasi so Erfindungen den Menschen zu geben. Da darf ich mich auch reinsetzen. Die sind am Ende auch noch eine Menge Siegpunkte wert, wie man hier oben sieht. Da kann man auch noch eine Menge sammeln. Oder ich schaffe es halt, den hochzubringen. Dann darf ich mich da, wo der Avatar ist oder wo ich eine Brücke habe, wo sowas verbunden ist, darf ich hier auch noch Einfluss reinbringen. Weil wenn ich eben bei diesen Orten Einfluss habe, kriege ich am Ende auch noch Siegpunkte. Mehr als 3 reinbringen pro Ort lohnt nicht, weil dann gibt es eben nicht mehr Siegpunkte. Und solche Geschichte. Wir versuchen dann eben noch uns über den Shop. Auch hier können wir dann solche Teile reinbringen. Ich schiebe es jetzt mal wieder runter. Ihr seht, das Spiel ist wirklich groß. Hier kann ich auch noch Sachen reinbringen. Und dann kann ich halt über die Kaufen-Funktion, die auch hier drauf ist auf der 2, kann ich dann beispielsweise sagen, super, die Teile liegen hier aus. Und dann seht ihr halt, das kostet 3, das kostet 2, 2, 1. Was auch noch ganz clever gelöst ist, wenn ich jetzt sage, cool, ich dürfte bis zu 2 Teile kaufen und sage zum Beispiel, ich kaufe mir das und ich kaufe, kostet 1 und ich kaufe mir das, dann muss ich halt andere raushauen, habe aber welche, die viel besser sind, weil hierüber kann ich halt auch noch Sachen aktivieren, ganz viele Sachen sind hier verwoben, die rücken auf und dann kommt immer noch der Clou beim Kaufen, wenn dann umgedreht, nachher kommen dann auch noch mit 3er-Stufe, seht ihr so, welche, die richtig stark sind, die halt unter die 2 Aktionen haben und 2 Energie und wir haben nachher auch noch die Möglichkeiten, also da seht ihr, was man noch alles machen kann. Reißen wir mal eben den Turm hier ab. Wir haben nachher eben auch noch die Möglichkeiten. Ihr habt gesehen, einige dieser Plättchen haben solche Symbole hier drauf. Da seht ihr das hier. So, und wenn ich die drin habe, so, jetzt habe ich mal einen falschen genommen, wir nehmen mal so eins. Ich kann noch solche einbauen. Dann, Moment, ja, so. Also für Gruppenmod. Toriker wie mich, das Richtige. Und wenn das dann weiter geschoben wird, dann triggert es das hier auch, dass die übereinanderlappend sind und dann bekomme ich automatisch 2 Movement geschenkt, wo ich meinen bewegen kann. Habe dann vielleicht die Möglichkeit, wieder über eine Brücke zu gehen, trigger dadurch eine weitere freie Aktion, trigger vielleicht damit, dass ich hier nochmal irgendwas habe, wo dann auch das übereinpasst, wenn ich das vielleicht in meinem Board habe, dann kann ich halt wieder eine Leiste hochgehen, kann mir damit wieder irgendwo was hinsetzen und es wird getriggert, es wird verschoben, es wird aktiviert, es wird freigeschaltet, es wird gebaut, es wird abgeschlossen. Ach, das triggert wiederum das. Cool, die Rose, die kann ich halt wiederum zu einem anderen Ort verschieben. Geil, das triggert halt vielleicht, dass ich der Letzte bin, der den Ort auch wieder vollendet. Das wird wieder abgehandelt. Und. Puh. Das klingt nach einer ganzen Menge. Das ist es auch. Und das ist am Anfang erstmal gar nicht ohne. Man hat das Gefühl, die erste Partie überfordert einen total. Dabei sind die Regeln eigentlich gar nicht so schwierig. Denn wir haben ja auch streng genommen nur diese 5 Aktionen auf diesem Teil. Mehr nicht. Aber diese kleinen, teiligen Dinge, die man beachten muss. Von meinen Cubes. Was triggert jetzt nochmal was? Aha, Windrose, was war das nochmal? Ah ja, ich darf nochmal 2 Movement oder 2 auf der Monumente-Leiste hochgehen. Aha, ja, nee, warte. Ah, das war die Rose. Ah, nee, hier, der Fels. Der sorgt dafür, dass ich den wieder auf mein Board einsetzen kann und wieder mehr Energie zur Verfügung habe oder eine Aktion damit machen kann. Aha, ich kann aber auch das verschieben und habe ein Match und kann das bewegen. Es ist hervorragend verzahnt. Ich finde es großartig. Ich finde es richtig, richtig großartig. Die Fraktionen sind minimal asynchron, dafür aber in einer Art und Weise, wo ich schon merke, das ist ein Unterschied. Die eine setzt mehr Wert, sich schneller zu bewegen, mehr Movement zu haben. Bei der anderen, die teleportiert sich dann auch sogar noch, die den Fokus auf Movement hat. Jemand anderes ist wiederum der hier Baumbar-Typ. Der ist dafür da, mehr auf diese Monumentenleisten und Wunderleiste hochzugehen. Und das macht auch schon Sinn, zu gucken, wie ich was abdecken kann und das dann auch wirklich nutzen kann. Ohne aber, dass es sich unbalanced anfühlt. Diese Orte zu erstellen, das ist einfach fantastisch. Also das ist wirklich cool, wie die Sachen hier, die sind nummeriert. Ich gucke also genau, aha, das ist die 4, die kommt also da drauf. Wir fangen ja logischerweise immer bei der 1 an. So, schauen dann, aha, die 1 ist hier. Dann haben wir da die 3, die kommt also hier hin. Und hier hat logischerweise die 2. Und dann entstehen diese coolen 3D-Orte.
das bringt so viel Atmosphäre. Das ist mega. Ich finde das fantastisch. Aber auch mit diesen ganzen azulmäßigen Cubes hat das einfach eine geile Haptik, muss ich sagen. Das ist großartig. Jetzt kann man natürlich böse formulieren, ist das Ganze auch ein Blender, weil einfach die Materialien so krass overproduced daherkommen. Und wahrscheinlich hätte es auch ohne funktioniert. Aber das ist gut, denn das zeigt, dass das Spiel funktioniert. Und das gibt mir aber trotzdem noch so mal so einen zusätzlichen Incentive, dass ich sage, es fühlt sich einfach geil an. Es sieht cool aus mit diesen Magneten, das funktioniert. Wenn man es dann noch ganz pornös haben will, dann holt man sich die Deluxe-Boards noch und schnippt diese Dinger raus. Das macht spielerisch gar keinen Unterschied, weil ob ich sie am Ende rausnehme und wo platziere oder das mache. Aber allein dieses, das ist hier so mit Federn und alles, das ist einfach charmant und cool. Ich mag ja solche Spielereien. Und ich habe aber das Gefühl, dass es hier auch einfach vernünftig umgesetzt worden ist und einfach passt. Und ich mag es. Es ist cool. Aber, und nochmal, das ist das Wichtigste, das Spiel selber funktioniert. Und das wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Wie gesagt, mindestens hohes Kennerniveau, wenn nicht sogar Expertenniveau. Weil trotz dieser vier Aktionen, die wir nur haben, es so viele Dinge gibt, die zu beachten sind. Will ich Achievements? Will ich da die Kontrolle? Will ich versuchen, da reinzugehen? Und was das Spiel aus meiner Sicht sogar sehr, sehr gut schafft, ohne dass es zu krass konfrontativ ist. Klar, es kann passieren, diese Orte, die werden auch immer weniger. Also bei den Monumenten, die wir bauen können, am Ende sind es sogar nur noch dann teilweise zwei Spots oder es gibt welche, da haben wir dann auch nur noch einen Spot drin, wenn wir es abschließen wollen. Also auch das, dadurch haben wir natürlich so ein gewisses Hauen und Stechen, was unsere Platzierungsmöglichkeiten angeht. Aber es gibt keinen Kampf im Spiel. Wir haben also nicht die Möglichkeit, dem anderen irgendwie Sachen zu klauen. Also wir haben hier keinerlei Take-That-Elemente drin. Das macht es natürlich, glaube ich, für viele Leute auch nochmal spannend. Als aber eben auch, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, was zu machen. Wie gesagt, klar, ich kann Plätze wegnehmen, wo jemand anderes vielleicht drauf gebaut hätte oder der oder die da gerade hin wollte. Aber auch dieser Mix aus Programmieren mit diesen Teilen hier, dass ich genau überlege, wie mache ich das jetzt, gerade die Dreier nachher zu bekommen. Die sind geil. Aber ich habe es umgekehrt auch schon in einer Partie erlebt mit meiner Jungsrunde, wo wir kaum von den Teilen gekauft hatten, weil keiner dem anderen gönnen wollte, dass man for free Cubes in diesen Store, das ist, glaube ich, der Universal Dimensionstor, Möppel irgendwie heißt er, keine Ahnung, Dimensionskorridor, das war das. Weil man das keinem gegönnt hat, die Dinger davor free hinzulegen. Denn es gibt auch noch eine Funktion, womit ich Cubes, die noch nicht fest verplant sind, wieder verschieben kann. Das heißt, es kann also durchaus sein, wenn die im Store erstmal drin liegen, oder der liegen sie nur im Store, dass ich die verschieben kann und plötzlich auf eine Ortschaft, auf einen Turm verschiebe und dadurch triggere, dass dieser gebaut wird und das natürlich für mich gut ist. Und der andere sagt, verdammt, den wollte ich doch gerade bauen, weil ich vielleicht auch diese Bonus-Action nutzen wollte. Dann habe ich vielleicht aber nicht mehr das passende Plättchen mit dem Symbol, um das zu aktivieren beim neuen. Viele kleine Dinge, die hervorragend verzahnt sind. Ganz großartig. Aber wie gesagt, auch herausfordernd sind, die zu meistern. Man muss sich immer wieder darauf einstellen, was wie passiert. Dadurch ist ein Grad an Interaktion drin, der wie gesagt aber nie zu konfrontativ oder böse ist, aber enorm brainy sein kann. Aber ich muss sagen, ich finde es großartig. Es hat mich von den Komponenten umgehauen. Ich bin nicht der größte Fan von Programmierspielen. In dem Fall mit diesen Teilen auf meinem Board, auch dass ich überlegen muss. Das ist auch so eine Sache, die man erst nach ein paar Partien so richtig checkt. Es ist immer verführerisch, wenn ich hier unter meiner Aktion drin habe und ich habe 3-4 Aktionen und ich sage, ist doch geil, dann mache ich jetzt in meinem Zug 3-4 Aktionen. Stehe dann aber in der nächsten Runde komplett blank da und muss mich vielleicht erstmal unter Umständen für teure Aktionen über Advanced Turns erst wieder aufladen und dadurch, dass halt immer nur auch Cubes reinkommen, so viele wie Platz in den Teilen ist, die ich reinschiebe und ich darf immer nur eins reinschieben, es sei denn, ich habe die Sonderaktion, die ich mir aber auch erstmal wieder teuer erkaufen muss, dann kann mich das auch mal 3-4 Runden nach hinten schmeißen, dass ich mich erst wieder aufladen muss. Deshalb ist es halt auch im weiteren Spielverlauf klug abzuwarten und nicht sofort all seine Aktionen rauszuballern, sondern zu sagen, weißt du was, ich habe zwar jetzt 4 Aktionen zur Verfügung, aber ich mache jetzt vielleicht nur 2, maximal 3, damit ich in der nächsten Runde zumindest noch ein bisschen was machen kann und mich dann erst wieder auflade, aber nicht irgendwie leer laufe. Das muss man erstmal checken. Großartig. Wie gesagt, für mich ist es
ein fantastisches Spiel, in Age Contrived, erscheint auf Deutsch bei Skellig. Da könnt ihr dann auch einsteigen, wobei ich auch sagen muss, fairerweise, es hat eigentlich nicht viel Text. Das Spiel selber ist komplett sprachneutral. Ihr habt hier auch coole Spielerhilfen dabei. Die sehen immer erstmal so erschlagend aus, aber die haben uns sehr geholfen. Da stehen im Endeffekt stehen drauf, was diese Steine alle machen, welche Symbole was machen. Die Actions stehen hier nochmal kurz erläutert und auf der Rückseite sind dann einfach nochmal die Spezialaktionen, diese asymmetrischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere drauf. Aber das hilft und das ist fantastisch und das ist wirklich gut. Das ist im Endeffekt das Einzige, was an Text da ist. Natürlich die Anleitung, die ist natürlich auch auf Englisch, keine Frage. Die sollte man auch zweimal lesen und dann so ein bisschen reinspielen, weil das am Anfang gar nicht so ohne ist. Es wird auch einen Solo-Modus geben. Kann ich euch leider nicht zu sagen. Ihr wisst, ich bin gar kein Solospieler, also auch das ist da, aber ich weiß, viele von euch sind auch gerne Solisten und unterwegs und das wird es also auch geben. 90 bis 120 Minuten. Ja, Erstpartie würde ich eher sagen, so vielleicht haut nochmal eine Stunde drauf. Aber wenn man drin ist, dann geht es wirklich. Wie gesagt, ich bin begeistert. Ich finde, es ist einer der spannendsten Prototypen, die ich mit Sicherheit die letzten 12 Monate hatte. Das definitiv. Ich freue mich drauf, es funktioniert. Und von mir eine absolute Empfehlung. An Age Contrived. Ich feiere es ab. Ich werde es auch im März mit zum Brettballett-Treffen bringen nach München. Also wer von euch da ist, ich werde es dabei haben. Wir werden spielen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich kann es erklären. Also das auch zur Info. Da werde ich es definitiv dabei haben. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn euch noch was interessiert, lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne ein Abo da. Kommt auch noch die ein oder andere Kickstarter-Vorstellung die nächsten Tage und Wochen, freue ich mich drauf. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, macht's gut, bis bald, danke und tschüss.